So, da bin ich wieder. Ja, ich habe gerade am Rauchen, wie man gerade gehört hat. Habe auch endlich was gegessen, ne, und nach dem Essen soll man dann rauchen, ne. Ja, was mache ich denn gerade? Hygiene, die müsste mal aus dem Bad kommen. Das kleine, aber feine. Na gut, das ist ein bisschen größer als das hier, ne? Ja, was kann die denn noch machen? Schlafen. Auf jeden Fall. Ah, die soll ja duschen, ne? Oh. Ja, dann machst du das mal. Danach kann ich dann ja mal duschen, oder? Jo. Danach kann ich auch mal pennen. Wie sieht das Fruchtparfait eigentlich aus? Hab ich noch nie gesehen. Das sieht aus wie, naja, schon mal gegessen, glaube ich. Obwohl ich mir manchmal auch Essen mache, was auch aussieht, wie als hätte man das schon gegessen. Aber naja, gut. Mutti, geh schlafen. Essen kannst du morgen. Schlafen. Zeit hast ja genug. Ich verstehe immer noch nicht, warum muss sie am Wochenende bloß arbeiten? Was geht? Wie soll ich hier beschäftigen? Eine Zielscheibe kaufen. Wo soll ich mir die hinzimmern? Ich weiß schon wo. Ich muss hier sowieso noch was ändern, weil auf dem Dach, da steht noch ein Stück Dach über. Das muss ich mal entfernen. Gerade hat das ziemlich geleckt. So. Der feiste Vater, der kann auch mal in sein feistes Bett steigen. Wenn er denn fertig ist. Was? Mein Handy klingelt. Nö, das liegt doch hier. Es ist schwer, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, wenn nur deine Freundschaft nicht anders. Hank Goddard, ja. Ist mir Wurst. Den kenne ich nicht. Bin ich auch gar nicht. Geh doch jetzt ran erstmal, Alter. Tierrufen mit dem Handy, natürlich. Geh doch jetzt an dein Handy. Geh an dein Handy ran, lass ne Pussy dran. Geh an dein Handy ran, lass ne Pussy dran. Geh auch doch an dein Handy ran, lass ne Pussy dran. Ne Pussy ist am anderen Ende dran. Bisschen Gronkh, oder? Was? Unser Haustier hat gerade Junge bekommen. Nö. Vergiss es. Alter, ich habe schon zwei Hunde, was geht? Hygiene. Ja, schlafen. Nee, duschen. Na gut, er kann auch in der Dusche schlafen. Nee, ich schlaf ungern in Duschen. Das, nee. Ein Bett ist mir schon lieber. Und falls ihr euch fragt, was ich gegessen habe, ich habe schöne, feiste Fischstäbchen gefuttert. Mit Knoblauchsoße. Gut, dass ihr meinen Atem jetzt nicht riechen müsst. Ne? Also, eine Knoblauchfabrik ist gar nichts gegen. Das esse ich meist auch nur, also Knoblauchsoße-mäßig esse ich auch nur, wenn nicht nirgendwo hin muss oder so. Weil ich will ja die Leute nicht verschrecken und verjagen und was ich weiß ich nicht alles. Ich frage mich auch, warum müssen die das Bett irgendwie nicht neu beziehen oder so? Oder ist, ich weiß es nicht, immer nur das gleiche Bettzeug und man kann man ja auch nicht auswählen. Man kann zwar auswählen, Bett machen, aber so, ja, Bettwäsche wechseln ist da jetzt nicht so der Fall. Also,
Naja. Ach, die Lissi ist wach. Lissi! Sieht gar nicht so gut aus. Du kannst erstmal was futtern. Und der Rex ist auch wach. Gleich. Und der muss auch wieder was futtern. Und dann musst du mal was Feistes kauen. Nein. Ja. Nein. So. Mein Teil getan. Haha, mein Teil Rammstein. Haha. Naja. Wer das Lied kennt, der wird auch lachen. Naja. Nachdem sie an der Schüssel gekaut hat, kann sie aber an den Gummiteil da kauen. Der ist ja auch wach. Der kann dann mal... Warum eigentlich da? Der kann das doch hier machen. Wie schön die Grillen zirpen. Das heißt, es ist langweilig. Ist es ja auch. Ah. So, Lissi, was machst du? Ach so. Ja, stimmt. Nein. Ich verbiete Lissi alles. Ich bin gemein. Na, ist ja auch trotzdem glücklich. Also. Sozial ist ziemlich runter, aber danach muss er einfach mal raus. Ja, wenn die nachts wach sind, ist auch blöd, aber ja, soll man auch machen, ein anderes. Der kann auch mal raus. Vor allem rückwärts, das ist sehr schön. Behindern die sich jetzt gleich beide beim Pieseln oder was? Ja, das wäre ein bisschen, das wäre lustig eigentlich. Boah. Das waren die Fischstäbchen. Ein Fischstäbchenbäuerchen war das gerade. Leute, ich muss mal furzen. Ich weiß genau, dass man das hört. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Ich weiß, ich hätte es nicht sagen müssen, aber ich muss, wenn ich Pause mache, muss ich einen Grund angeben. So, die sind beide fertig jetzt. Rex muss noch was futtern. So. Danach können die ein bisschen interagieren. Die Lissi, die kann auch ein bisschen rumkauen einfach. Weil sozialmäßig sehen ja beide nicht ganz so gut aus. Aber was habe ich jetzt? Ach, jetzt muss ich rülpsen mittlerweile. Ich weiß auch nicht. Da mal so kleine Bäuerchen machen. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht auch schon ganz gut aus. Man kann da eigentlich beschnüffeln und Kontakt knüpfen und anschmiegen und ein bisschen rumblödeln. So. Das ist ja eh gleich fertig. Oh, Lissi, warte mal. Das
Was? Halt! Anbellen. Joa. Eigentlich kann die das ja auch mal machen, weil dann kann die... Blödeln können sie mal lassen dann erstmal. Dann kann die Lissy eben einfach mal... Denn... Der mit seinen feisten Sternbeinen einfach. Finde ich irgendwie cool. Also als hätte er eine Strumpfhose an oder so. Ja, renn einmal um Lissy rum, das... So, danach kann die Lissy mal einfach mal ein bisschen würfeln. So. Ein bisschen würfeln. An die anbellen wollt sie ja. So, mal gucken, ob hier noch einer wach ist. Doch, die ganze Legerei hier, das ist echt blöd. Alter, sind jetzt alle wach? Nö, nicht ganz. Alter, die Hunger. Also ein paar Steaks essen kann die ja eigentlich auch mal, ne? So Steak machen, aber die haben ja noch genug Reste. Dann würde ich mal sagen, haut die sich mal ein paar Steaks auf den Grill. Auf jeden Fall. Und ja. Kannst du für sie auch mal ein paar Steaks machen. Die hat natürlich auch ein bisschen Hunger, aber Harndrang, kann ja eigentlich mal in die Schüssel drücken. Da müsste auch eigentlich nachher stehen, säubern bis makellos, so wie ich das so... Nein, häng an Freund nicht. Das kann er vergessen. Jemanden freundschaftlich umarmen. Ja, kann ich auch mal. Toilette selbst reinigend machen. Fauler Sack. Was? Ja, säubern bis makellos wäre super. Upgrade selbst reinigend wäre auch super. Wow, was ist Rontex denn für eine Laus über den Leber gelaufen? Wer lieber nicht seine rebellische Seite kennenlernen möchte, sollte sich heute vor ihm ver... Schlecht drauf oder was? Ich will bestimmt die Schule schwänzen, ne? Nee. Na gut. Naja. Weil ich was essen kann, muss ich erstmal warten. Ah, Scheibenkleister. Ja, da muss ich erstmal Reste essen, Spaghetti. Der kann dann später essen, weil er sowieso noch nicht so Hunger hat. Irgendeiner sieht scheiße aus, nämlich die Mutter, weil die Hunger hat. Ja. Ja, denk an Lissy natürlich. So. Was? Ausführen. Können sie machen, ja, aber...
Dann wäre ja wieder. Wo sozial sieht ja ganz gut aus, ne? Ja. Den kann Dings mal. Wo ist denn der Kau-Spielzeug-Dings? Da. Nee, nicht Lochgraben. Kau. Der kann eigentlich, die können eigentlich auch mal jagen lernen, weil das. Gut, der. Ach nee, habe ich ja gar nicht gegeben, aber jagen kann er auch mal lernen. Und er kann auch ein bisschen Geld verdienen, also Geld verdienen, indem er Sachen findet. Und ja. Wäre super. Alter, wie die das macht, ne? Alter. Alter, so ein Duft in der Nase von Steaks, dann hätte ich auch Hunger. Dafür kann sie sich auch mal ein Steak in den Wanst klüppeln. Einfach. Qualität normal. Warum? Normal. Das ist ja blöd. Ja, kloppen auf die Schüssel rum. Das. Ja, ne. Ich meine, gut, die hat Hunger. Ja, genau. Was macht die denn da? Was geht? Da kann man sich nur am Kopf fassen und fragen, was ist mit der Frau los? Ich meine, gut, ist meine Mutti, aber... Alter! Die stellt den Teller auf den Couchtisch und rennt in die Küche... nee. Stellt den Teller auf den Couchtisch, nimmt sich einen Teller und rennt in die Küche und lässt den anderen Teller da stehen? Alter! Da kriegt man auch Facepalm bei sowas. Was geht? Kann ich den denn nicht selbstständig mal auf den Schrank stellen erstmal? Oder im Kühlschrank? Wäre super. So. Joa. Naja, Harndrang kann auch Schule auf Toilette. Auf jeden. Wenn die gar keine Toiletten hätten, ich weiß ja nicht. Filetsteak, Qualität. Was? Hä? Ausgezeichnet? Warum? Hä? Ich hab da doch... Hä? Da stand doch normal erst.